Moin Leute, herzlich willkommen zum zweiten Teil des DFB-Pokals. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr glaubt, wie das Ganze aussieht. Gestern und vorgestern sind schon zwei weitere Videos zum DFB-Pokal hochgeladen worden. Bedenkt, ich bin kein ausgebildeter Kommentator, das heißt, ein paar Sprachfehler sind sicherlich dabei. Lasst euch davon nicht beirren. Jetzt viel Spaß mit 1860 gegen Kiel. Der TSV 1860 München empfing an der Grünwalder Straße Holstein Kiel und diese Partie gab es vor einigen Jahren in der Relegation, damals mit positivem Ausgang für 1860. Jetzt war aber Pokal an der Reihe und 1860 versucht hier gleich ein gutes Zeichen zu setzen und macht das aus. Markus Ziereis, schöner Versuch, aber noch knapp drüber. Kenneth Kronholm muss nicht eingreifen, wäre sonst eventuell auch zur Stelle gewesen. Es war eine unterhaltsame Partie, beide Teams spielten nach vorne, aber offenbarten auch Lücken. Und das ist Lee, der hatte getroffen. In der zweiten Bundesliga noch gegen Heidenheim konnte er sein erstes Zweitligator erzielen. Hier ist es aber auch wieder eine starke Parade von Bohnmann, der gut eingreifen kann. Der anschließende Eckstoß ebenfalls mit Gefahr. Honsack von der linken Seite bringt den scharf rein und dann ist da Hauke Wahl mit dem Kopfball, aber letztendlich zu ungefährlich, nicht aufs Tor und dementsprechend kein Treffer auf der Anzeigentafel. 1860 im zweiten Durchgang geriet mehr unter Bedrängnis und Kiel spielte weiterhin gut nach vorne. Kingsley Schindler hier mit dem Kopfballversuch, der aber noch nicht zum Erfolg führen sollte. 1860 setzte immer wieder Akzente nach vorne und kam auch zu Möglichkeiten. Nico Kerger auf Markus Ziereis, sehr auffällig. Wein legt nochmal rüber und Lex hat Pech, dass er nur den Pfosten trifft. Um ein Haar das 1:0. Eine knappe halbe Stunde vor dem Schluss. Und dann kam es zu dieser Aktion. 1860 versuchte sich vorne festzusetzen. Wein und Lex dann mit dem Ballverlust. Und dann ging es schnell. Jonas Meffert auf Janzer, eingewechselt worden auf Meffert. Guter Ball, super Ball auf Aaron Seidel. Es war kein Abseits. Aaron Seidel alleine vor Bohnmann bleibt eiskalt und schiebt in der 82. Spielminute zum 0:1 ein. Kiel setzt sich im Endeffekt damit dann auch durch. 60 kam nicht mehr nach vorne. Eine ausgeglichene Partie endet dementsprechend auch knapp mit 1:0 und Kiel kann sich damit über den Einzug in die nächste Runde freuen. Karl-Zeiss Jena und Union Berlin im Ernst-Abbe-Sportfeld trafen sie aufeinander. Die Eisernen konnten mit 4 Punkten positiv in die Saison starten. Luxner Montagabend noch Köln 1 Punkt im Rhein-Energie-Stadion ab. Und die Gäste machten hier die bessere Partie zu Beginn. Simon Hedlund mit der ersten Möglichkeit, aber direkt in die Arme von Joe Coppens, der in der rechten Ecke stand und kein Problem hatte. Dann gab es nach Foul von Grösch Strafstoß für Union Berlin. Da stellt er sich nicht gerade clever an und Sebastian Andersson hatte die Möglichkeit zum 1:0 und die nutzte er. 12. Spielminute, sein erstes Pokaltor jetzt auch für die Eisernen. Er traf noch zum 1:1 gegen Köln und machte jetzt auch, wie gesagt, sein erstes Pokaltor für Union. Aber auch Jena spielte im Anschluss dann nach vorne. Eckhardt liegt drüber und der Abschluss letztendlich, aber kein Problem für Gikiewicz, den Ball dort festzuhalten. Vor der Pause nochmal die Gäste. Redondo, Kenny Prinz Redondo mit der Flanke und Simon Hedlund scheitert ganz knapp, trifft da fast den Ball in den Winkel. Perfekter Kopfball, schöne Technik, da fehlte wirklich ganz wenig. Coppens wäre ohne Möglichkeit gewesen. Wir springen in den zweiten Durchgang. Eisern Union weiterhin die bessere Mannschaft und das konnten sie dann auch auf die Anzeigentafel bringen. 52. Spielminute, 2:0 für Union Berlin. Damit war die Partie so gut wie entschieden. Jena versuchte nochmal alles und sie kam auch nochmal zu dieser Möglichkeit. Wolfram, aber das ist dann letztendlich eben auch ein wenig kläglich. Das sind die Möglichkeiten, die man gegen eine höherklassigere Mannschaft reinmachen muss. Ansonsten wird es gefährlich oder unmöglich, da was mitzunehmen. Dementsprechend gewinnt Union Berlin gegen Jena mit 2:0 und setzt sich auch verdient in die nächste Runde ab. Zweitligaduell im DFB-Pokal in der Benteler Arena trafen der SC Paderborn und der FC Ingolstadt aufeinander. Die Ingolstädter sind nicht gerade gut in die Saison gestartet. Ein Punkt steht da nach zwei Partien auf der Tabelle und Paderborn hatte sogar schon 3 erreichen können. Ein Sieg gegen Regensburg machte es möglich im letzten Heimspiel und hier starteten sie sehr gut in die Partie. Tobias Schwede muss eigentlich das Ding machen gegen Knaller, der
geht haarscharf am Kasten vorbei. Die Schanzer spielten auch nach vorne. Thomas Pledel scheitert aber am überragenden Zingerle, der da eine tolle Reaktion zeigt, den Arm ausfährt und das 0:1 verhindert. Eine Partie, die ausgeglichen war, ein Zweitliga-Duell eben auf Augenhöhe. Paderborn vor der Pause aber nochmal gefährlich. Diesmal Schwede, kann den Ball in die Mitte legen, macht's aber selbst und wird erfolgreich. 22. Spielminute. Der Neuzugang aus Magdeburg machte es hier dann gut. Knaller aus der kurzen Distanz, sieht zwar etwas unglücklich aus, aber dem ist da kein Vorwurf zu machen. Im zweiten Durchgang ging es aber torreich weiter. Agiemang auf dem Fuße hat er hier den 1:1 Ausgleichstreffer. Unten links rein macht er das Ding, aber Paderborn wollte unbedingt zurückschlagen. Das 2:1 war möglich, aber Knaller war diesmal zur Stelle und verhinderte das 2:1. Hielt Ingolstadt damit in der Partie. Wir springen in die Verlängerung, denn es ging über 120 Minuten an Anu mit der Flanke. Und da ist Lescano zum 1:2. 9 Minuten vor Spielschluss machte Dario Lescano das 2:1. Und es schien so, als würde Ingolstadt in die nächste Runde einziehen können. Aber Paderborn wollte nochmal zurückschlagen. 120. Minute, Tepetal, Ritter auf Schwede. Großer Auftritt von Tobias Schwede, 120. Minute, Doppelpack in dieser Partie. Und damit ging es dann ins Elfmeterschießen. Es war verdient, dass sich Paderborn dahin rettete. Es war wirklich eine sehr gute Partie vom Aufsteiger. Und dann ging es eben ins Nervenspiel. Es war eine miserable Verwertung von beiden Teams. Dann der 5. Elfmeter auf Paderborner Seiten an die Latte geballert. Ausgerechnet von Schwede, der 2 Dinger machen konnte. Und die große Möglichkeit für Lukas Galvao, dem linken Verteidiger, hier alles klar zu machen. Das musste der Treffer sein. Und er verwandelte. Ingolstadt zog also in die nächste Runde ein. Etwas glücklich über die 120 Minuten gesehen war Paderborn sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft, aber so entscheidet das Nervenspiel für die Schanzer. Energie Cottbus gegen SC Freiburg bedeutete auch die Rückkehr von Nils Petersen an seine ganz alte Wirkungsstätte. Hat hier wirklich schöne Zeiten hinter sich gebracht, aber erstmal stand ein anderer im Fokus. Niederlechner nach ewiger Verletzung bringt Fans in die Position Waldschmidt zu bedienen und nach 3 Minuten stand es 1:0 für die Gäste. Jan-Luka Waldschmidt, Neuzugang aus Hamburg, konnte jetzt hier seinen ersten Treffer direkt markieren. Aftus Bajic ohne Möglichkeit. Und es war die Möglichkeit dann wiederum zum 2:0 Mike Franz. Aber Aftus Bajic zeigte sich und konnte sich vor allem auszeichnen. Schöne Parade von ihm, fährt hier die Doppelhand aus und verhindert das 0:2. Aber auch Cottbus spielte nach vorne. Weidlich auf Geisler der Abschluss. Aber dann für Schwolo kein Problem, den sogar festzuhalten. Verhinderte das 1:1. Vor der Pause nochmal die Cottbusser. Scheitauer auf die linke Seite. Wieder Weidlich. Sehr auffällige Partie vom Rechtsaußen. Tolle Parade diesmal von Schwolo. Das hätte schon durchaus das 1:1 sein können. Cottbus versteckte sich nicht und machte eine gute Partie. Im zweiten Durchgang gab es dann Strafstoß. Schlüter ließ Nils Petersen zu Fall kommen und der führte dann selber aus gegen seine alte Liebe. Nils Petersen gegen Aftos Bahic und Nils Petersen mit etwas Glück zum 2:0. 71. Spielminute. Es schien alles danach auszusehen, als würde Freiburg hier souverän in die nächste Runde einziehen, aber Cottbus bewies Moral. Schon gegen Unterhaching konnten sie in späten Doppelschlag von Stein zum 2:2 ummünzen und das wollten sie jetzt auch machen. Daniel Stanese in der 74. Es war noch genug Zeit, aber in der Nachspielzeit gab es da nochmal diesen Eckstoß, den Florian Kart rausköpfen konnte. Startsafe und dann war es vorbei. Cottbus fliegt im Endeffekt etwas unglücklich gegen Freiburg raus, die sich aber auch nicht unverdient durchsetzten. Braunschweig gegen Hertha BSC zum Abschluss des DFB-Pokals gab es diese Partie noch am Montagabend vorm späten Spiel Fürth gegen Dortmund und es war eine wirklich miserable Partie von beiden Seiten. Hertha BSC war nicht in der Lage, hier irgendwas zustande zu bringen und Braunschweig machte eine ordentliche Partie, aber auch das hier war das Highlight von Amundsen. Das war nicht wirklich gefährlich, war zuletzt in der Liga gegen Wien Wiesbaden noch erfolgreich. Hier verzieht er relativ
knapp. Und vor der Pause nochmal die Braunschweiger, die hier besser waren. Eine von zwei schlechten Mannschaften, die nicht ganz so katastrophal war, wie eben die Berliner Gäste. Sie kam im zweiten Durchgang dann mal nach einer Standardsituation zu einer Chance. Ibisevic tritt den rein. Von der linken Seite macht es gar nicht mal so verkehrt und stark, kommt auch zum Abschluss. Aber kein Problem für Marcel Engelhardt. Der hält den Ball ohne große Probleme fest. Aber Braunschweig wollte das hier in den 90 Minuten klären. Es wäre auch durchaus denkbar gewesen ohne Bulut. Aber zu schwach. Dieser Abschluss links vorbei. Sehr weit vorbei. Und Sie sehen, wenn das die Highlights sind, dann gab es hier wirklich nicht so viel zu holen. Wir springen schon in die Verlängerung, wo dann Hertha die Möglichkeit hatte, alles glücklicherweise irgendwie klar zu machen. Köpke mit der Flanke. Aber es war auch das wieder sinnbildlich für diese Partie. Viel zu harmlos, dieser Abschluss. Das war alles andere als gefährlich, wie er den vorbeisetzt. Im zweiten Durchgang der Verlängerung nochmal die Hertha. Meier. Aber gute Parade von Marcel Engelhardt. Stark. Wäre aber sonst auch im Abseits gewesen. Schauen wir in der Wiederholung nochmal drauf. Knapp, aber wohl richtig. Es kam also zum Elfmeterschießen. Braunschweig verschoss alle drei ihrer ersten drei Elfmeter. Hertha hatte die Möglichkeit, hier durch Lazaro zu erhöhen. Das machten sie auch. Marcel Engelhardt kippt nur nach hinten um. Und jetzt musste Braunschweig treffen, um es überhaupt noch irgendwie spannend oder möglich zu gestalten. Bulut nahm sich der Sache an. Onur Bulut, der gegen Jahrstein aber scheitert. Hertha setzt sich im Endeffekt durch. Nach einer schwachen Partie in der Verlängerung wurden sie dann etwas besser. Doch recht glücklich gegen den Drittligisten aus Braunschweig. Die sind etwas bedient, aber wer von 4 Elfmetern keinen über die Linie bringt, der scheidet auch letztendlich nicht unverdient aus. Der Abschluss der ersten DFB-Pokalrunde kam aus dem Sportpark Ronhof in Fürth und die Dortmunder zeigten von Beginn an, wer hier der Favorit ist, setzen sich dann zum ersten Mal wirklich auffällig nach vorne durch. Nach 19 Minuten war es Thomas Delaney mit dem ersten Treffer, mit der verdienten 1-0-Führung für die Dortmunder Gäste. Fürth in dem Anschluss an diese Situation, aber fast mit dem Ausgleich. Gelderruel kommt zumindest zum Kopfball. Aber alles andere als wirklich brenzlig für Bürki. Im zweiten Durchgang setzte sich weiterhin Dortmund gut nach vorne ab. Mario Götze wird nicht richtig angegangen von Vitek. Malucha fälscht noch etwas ab und 20 Minuten vor dem Ende war diese Partie dann quasi entschieden. Schöner Schuss oben rechts rein, kann man nichts machen. Sascha Burchardt ohne Chance. Fürth hatte dann die Möglichkeit nochmal anzuschließen. Green mit dem Ball auf Raum, Bürki dazwischen, nochmal Bürki und letztendlich blieb es dann dabei. 0-2 verliert Fürth, schlug sich über die 90 Minuten ganz in Ordnung gegen die favorisierten Dortmunder, aber die sind auch hochverdient damit in die nächste Runde eingezogen. Jo, das war die zweite Prognose zur ersten Runde des DFB-Pokals. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in Kürze dann wieder mit der Bundesliga. Bis dann und ciao.